Die Folgen des Dammbruchs von Nowa Kachowka im Süden der Ukraine sind verheerend. ExpertInnen gehen davon aus, dass es Jahrzehnte dauern könnte, die Schäden zu beseitigen. Das Rote Kreuz befürchtet, dass tausende Minen mit dem Wasser verteilt wurden und nun im gesamten Überschwemmungsgebiet verstreut liegen. Aus der EU wurde Ausrüstung bereitgestellt, um die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Für Kiew hat die Rettung der Menschen Priorität. So seien bereits 1450 Personen aus ihren Häusern geholt worden. Ну, говорят, что как бы, местные жители говорят, что много очень людей, как бы, и это. И мы сейчас по возможности нам скидывают геолокации, мы именно их забираем. Животные, люди, как бы вот только по геолокации работаем, по рациям, по геолокациям. Auf der von Russland kontrollierten Seite sind ebenfalls Dutzende Ortschaften überschwemmt. Besonders betroffen ist Nowa Kachowka. 62 часа осталось до полу. Уже и стреляли, и полили, и уже и затопили. Как жили, так и будем жить. Все есть, газ есть, свет есть. Ой, света нету, газ и вода есть. Света нету, и долго не будет. Трансформаторная будка вон в воде. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, aus militärstrategischen Gründen den Damm gesprengt zu haben. Russland spricht von einem Beschuss des Damms. Die Ukraine weist darauf hin, dass sie bereits im Oktober vor der Gefahr der Verminung des Damms hingewiesen hat. Die Türkei hat eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert.